Willkommen zurück beim Terran-Konflikt. Wir sind in Priesterringe, weil wir hier eine Mission hatten, genau, von Imantik. Ach, egal. Komm her, Dreiauge. Durchschnittlich für 300.000. Ach komm. Vergiss es, mein Freund. Ich mache solche Missionen nicht. Das ist mir zu wenig. So. Apropos machen. Ich habe mir mal einen Überblick verschafft über meine Schiffe, die ich habe. Und dabei ist mir aufgefallen, dass mir eine Menge Sektorhändler fehlen. Und vor allem, dass ich eine Menge Schiffe habe, die noch keine Nummern haben. Und die ich jetzt erstmal benennen muss. Das heißt, demnächst steht mal wieder eine schöne Aufräumaktion an. Was ist denn hier rot? Eingehende Nachricht. Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Trantor. Ja. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Gut, das also zu dem Hinweis, ich solle die nicht alleine losschicken, sondern ihm einen Kumpel mitgeben. Trantor, hallo? Ja, da. Gleiche System, Trantor. Wo bist du? Venti. Da. Okay, pass auf, Venti. Venti. Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Docker an. Tankstelle. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Genau, du kriegst einen Kumpel an die Seite gestellt. Stationseinstellung verändern. Ah ja, richtig. Warenaustausch mit Patrouillen-C-Führ. Und du gibst mal den Patrouillen-C-Führ die Prototyp. Materie-Antimaterie-Werfer. Transferiert. Experimentelle Version. EM-Plasma-Kanone. Transferiert. Genau. Ach, Materie, Antimaterie, Gefechtsköpfe hast du bereits. Gut. Gespenster kannst du nicht nehmen, aber Poltergeister. Poltergeistrakete. Transferiert. Genau, und den Rest wirfst du bitte in die militärische Lagerhalle. Nämlich die Gespenster. Gespenstrakete. Transferiert. Poltergeistrakete. Transferiert. Voll. Gut, ich brauche noch eine Lagerhalle. Aber erstmal nicht. Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Docker an. An der Tankstelle. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Gut, jetzt brauche ich ein Schiff, was meinen Venti verstärkt. Weil ich habe kein Geld für eine zweite Venti. Da, 6 Mille. Ich glaube, wenn ich dafür eine Venti kaufen will, dann lachen die mich aus. Mein Besitz, Schiffe. Ich habe doch noch ein Kampfschiff, nämlich dort. Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Springe und fliege zu Station. Trantor, Privattankstelle. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Ja. Kein Ziel. Ja. Eingehende Nachricht. So. Gut. Eingehende Nachricht. Venti ist angekommen. Und wie ihr seht, hat der keine Nummer. Name ändern? Du heißt ab jetzt Nummer 28. So. Jetzt hat er einen Namen. Okay. Du wartest jetzt auf die Skiron. Ich
Schiffstrümmer. Wie viel? 171. Ah, ich sollte noch schnell auftanken. Wo ist denn hier auftanken? Da. Kontrollzentrum, Alpha. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen genau. Handelsnetzwerk hergestellt. Ach, ich habe jetzt 25.000 auf Lager. Energiezellen, 26.000 auf Lager. Oh, die XL produziert hier fröhlich vor sich hin. Dann ist das Lager bald wieder voll. Eingehende Nachricht. Ja, eingehende Nachricht. Wo? Irgendwo was rot? Universumshändler wurde attackiert. Raumkrautplantage. Und fliegt jetzt zu Sonnenkraftwerk ewige... Okay, Raumkrautplantage. Raumkrautgraben, Ronkas Macht, Ringo, Ronka. Ronka. Raumkraut, wo? Raumkraut. Da. Uha! Vestor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Initiiere Sprung. Erreiche System. Raumkrautplantage. Holla die Waldfee! Eine Gallione. Okay, was hat er jetzt gesagt? Eingehende Nachricht. Skiron, ja. Nachfolge. Logbuch einsehen. Ewige Predigt. Wo ist der? Ewige Predigt. Der ist ja weggesprungen. Da. Eingehende Nachricht. Okay, der ist außer Gefahr. Und ihr macht hier schön Schild. Wer bist du denn? Wer bist du denn, Kumpel? Shit. Gib mir irgendeinen. Hier auch ewige Predigt. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Macht euch vom Acker. Junge. Pirat, Falke. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Im Namen des Vorsitzenden CEO. Das TRA-Unternehmen ist für ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Als Belohnung erhalten sie 5000 Credits. Ihr greift meine Frachter nicht an. Ja, siehst du, das passiert. Jetzt du hier, mein Freund. Ah, jetzt dreht er ab. Pirat Nova. Und der da unten. Angreifer. So. Die Gallione ist da oben. Okay. Rapierrakete, Energie, Pulskanone. Partikelbeschleunigerkanone. Na, die nehme ich doch mit. Partikelbeschleunigerkanone. Gut. So. Frachtraum enthält nun Partikelbeschleunigerkanone. Tja, zu spät. So. Zyklonrakete.
Oh, die sollte ich auch mitnehmen. Zyklonrakete. So, jetzt muss ich nämlich erstmal meine Frachter wieder auf Vordermann bringen. Wenigstens wurde keiner zerstört. Welche waren hier unterwegs? Die 13 und die 16. Okay, da werde ich gleich mal gucken, wo die bleiben. Hallo? Wie lange brauche ich denn hierher? Frachtraum enthält nun Zyklonrakete. Genau. So. Lulu. Ah ne, da habe ich nichts verloren. Gut, dann zurück nach Trantor. Ach, guck mal eine an. Kaum hole ich die Venti weg. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Das habe ich ja gerne. Kaum zieht die Venti aus dem Sektor ab, tauchen die da auf. Erreiche System, Trantor. Jagd, eingehende Nachricht. Pirat, Elite. Ziel ist nun in Feuer. Split, nicht zuhören, kein Split sich jemals ergeben. Ja! Kein Split sich jemals ergeben. Elite. Und du? Die zwei Augen sind im Unterricht amüsant. Versorgung fällt aus. So, du hast gesehen? Du bist der Letzte? Ertritt der Profit kommt zuerst. Sie bekommen okay. Gar nichts. Du auch nicht. So. Ferngelenkter Gefechtskopf ist teuer. Gefechtskopf. Den nehme ich mit. So. Sonnenkraftwerk M Alpha. Ach so, genau, jetzt meine Privattankstelle. Gelandete Schiffe. R&D Kommando, Kommandokonsole, Kampf. Starte Sicherheits- und Rettungsdienst. Genau. So, warte mal. Aber. Das muss ich in Ruhe machen. Hummelrakete. Ferngelenkter Gefechtskopf. Da ist er. So, den einsammeln. Frachtraum enthält nun ferngelenkter Gefechtskopf. Sonnenkraftwerk M Alpha. Also. Jetzt geht's los. Gelandete Schiffe. Skiron. Kommando, Kommandokonsole, Kampf, Star. Hatte ich die nicht eben noch gehabt? Der kann. Der hier? Ach, hatte ich den außerdem angeklickt? Ach so, das war der Codea, genau. Nein. Ich möchte gerne, dass der Skiron hier. Kommando, Kommandokonsole. Kampf, starte Sicherheits. Scheibenkleister. Was unterscheidet den jetzt von der Venti? Info. Rekrut, ist klar. Bewaffnet. Kampfsoftware hast du drinne, 1, 2. Spezialsoftware, Patrouillensoftware. Ansonsten hast du nichts Besonderes. Heimat, Fabrikstation Trantor. Ah, Gunnis. Kommando, Kommandokonsole, Heimatbasis, Fabrikstation Trantor. Genau. Nö. Info.
Handelssoftware hast du, Patrouillensoftware hast du, Spezialsoftware hast du. Wieso hast du keine Kampfsoftware drin? Willst du mich verarschen? Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Trantor. Eine Galeone! Hier! Wolkenbasis. Schiffswerft. Oh, verdammt. Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Ja, ja. Mein Besitz. Wo sind meine gelben, meine roten, blauen? Da. Staffelblau. Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Trantor. Navigation. Springe. Sprungtor wählen. Trantor. Irgendwas Großes im Sektor? Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Trantor. Oh, Tronter Süd. Gut. Ja, ja, meine Geschütztürme. Au, verdammt! Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Trantor. Ja, ja, die zerschießen jetzt meine... Pirat, Galeone. Poltergeist-Rakete. Installiert. Eingehende Nachricht. Blaue Staffel, folge Kommando mir. Akzeptiert. So. Hoffentlich. Ah, die Galeone hat... ein bisschen was abgekriegt. Gespenstrakete installiert. Ich drifte wieder ein bisschen seitlich, damit die nicht alle wie an der Perlenkette. Hat sich selbst zerstört. Poltergeistrakete. 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 Ach komm, das sind 50 Kilometer. Was kannst du? Zerstört. Ach, die kann jetzt. Nee, die kann 24 Kilometer. Natürlich kann die das. Gespenst-Poltergeistrakete installiert. Wo sind meine? Da hinten kommen sie. Hat sich selbst zerstört. Die sollen sich nicht selbst zerstören. Zerstört. Hat sich selbst zerstört. Poltergeist-Rakete. Ist wohl Verschwendung. Zwei Todesklauen und Elite. Boom! Eine ging rein. Gespenst-Rakete installiert. Gespenst-Poltergeist-Rakete installiert. Noch eine ging rein. Gespenst-Rakete installiert. Hier muss ich aber weg. So, Staffelblau. Ziel verlässt Feuerreichweite. Kommando akzeptiert. Eingehende so. Nachricht. Mein Galeönchen. Feuerreichweite. Pirat, Elite.
Gespenstrakete installiert. Wo ist das Galionchen? Ziel ist nun in Feuerreichweite. Wow! Nicht rammen! Wow, das war knapp. Ja! Komm her, Todesklaue. Noch einer? Ja. Zu spät. Ah, schade. Die Todesklaue hätte ich gerne gehabt. Okay. So, jetzt habe ich bestimmt schlafende Hunde geweckt. Staffelbefehle. Navigation. Springe. Schiff und Station wählen. Ausrüstungsdock. Okay. Was liegt hier an Zeugs rum? Wow, 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 Disruptor-Raketen. Ha. Plünderhannes. Kommando, Kommandokonsole, Spezial. Sammle Waren in Sektor Trantor. Kommando akzeptiert. Gut. Tiger, du kannst ruhig mitspringen. Genau. Und dann wird als nächstes springen Privattankstelle. Skiron. Kommando, Kommandokonsole, Navigation, springe und fliege zu Station. Argon Ausrüstungsdock. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Okay. Die Kanonen haben funktioniert. Das heißt, ich muss da wieder. Habe ich noch welche an Bord? Nee. Partikelbeschleunigerkanonen, Banshee-Raketen. Nope. Keine Kanonen an Bord. Okay, muss ich wieder welche reinpacken. Warum springst du nicht? Tiger. Kein Ziel. Er springt. Okay. Gut. Kontrollzentrum. Das heißt, Skiron muss ich jetzt Kampfsoftware ausrüsten. Dann muss ich den Sektor hier wieder befestigen. Und ich habe genug Energiezellen, um meine beiden Tiger aufzurüsten. Das mache ich beim nächsten Mal. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag. Und see you later. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.